Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin ungeschminkt, wie ihr seht. Ja, ich weiß. Ich bin von der Arbeit heimgekommen, gutes schon ein paar Stündchen her, und habe mich jetzt spontan dazu entschieden, ein Video zu machen. Und zwar möchte ich Essens... Ja, ich möchte Essens. Und zwar möchte ich euch ein Neuheitenvideo vorstellen. Essens bringt 2021 neue Produkte raus oder hat schon neue Produkte rausgebracht, zumindest online. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich werde euch dazu natürlich auch immer Bilder einblenden. Daneben, neben mir, über mir, unter mir, vor mir, wie auch immer. Das entscheide ich dann spontan. Und möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe nicht gewusst, ich hatte Bock, ein Video zu machen, wusste aber nicht, was ich für ein Video machen soll. Schminken wollte ich mich jetzt um 4:30 Uhr abends auch nicht mehr. Es hätte sich nicht wirklich gelohnt. Ja. Und deswegen zeige ich euch einfach die Produkte nun. Und zwar sind sie online offensichtlich schon erhältlich. Und zwar gibt es neue Paletten, dann gibt es neue Lippenstifte, neue Pinsel, Highlighter, Setting Spray, Primer Spray. Wunderschöne Sachen, und die möchte ich euch eben heute zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dieser wunderschönen Palette an, die ich, um ehrlich zu sein, sobald es sie gibt oder falls jemand diese Palette schon online gekauft hat oder im DM, Müller oder sonst wo schon entdeckt hat, kann ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sie schon erhältlich sind, weil dann werde ich mir das natürlich auch kaufen und eventuell auch live mit euch testen. Und zwar ist das diese wunderschöne Palette, die My Power is Water Eyeshadow Palette, Dance with Waves, die Nummer 4. Und wie schön ist bitte diese Palette? Ich finde sie wirklich sehr schön. Ich blende euch dazu die Bilder auch ein. Die werdet ihr dann sehen. Und ja, über dieses Produkt steht, das geht nach Sternzeichen. Widder, Löwe, Schütze. Sie gehören zu den Feuerzeichen und gelten als besonders enthusiastisch, leidenschaftlich und lustig. Ihre Color of Choice ist Rot und das spiegelt sich auch in der Fire Eyeshadow Palette wieder. Das ist aber eine andere Palette. Da ist kein Orange. Hallo? Hier seht ihr übrigens die Verpackung, die Swatches. Aber ich verstehe, was nicht so rauscht. Weil das sind irgendwie hier ganz andere Farben abgebildet. Ja, lesen wir mal weiter. Spiegelt sich in der Fire Eyeshadow Palette wieder. Ach, in der Fire Eyeshadow Palette wieder. Die mit intensiv warmen, orangefarbenen und rotbraunen Lidschatten-Shades überzeugt. Jetzt kommen wir zu der Wasserzeichen, die wo ich euch gerade eben gezeigt habe. Die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische sind besonders einfühlsam, ich bin Skorpion, und kreativ. Blau- und Türkistöne im Augen-Make-up drücken ihre emotionale Tiefe aus und sind das Highlight der Water Eyeshadow Palette. Also das ist die Water Eyeshadow. Eben mit Krebs, Skorpion und Fische. Jared Loyal konzentriert. Das sind Stier, Jungfrau und Steinbock. Für diese Eigenschaft steht der einzigartige grüne Lidschatten und die natürlich erdigen Nuancen. Die Earth Eyeshadow Palette. Die Tierkreiszeichen des Elements Luft sind Zwillinge, Waage und Wassermann. Diese Sternzeichen sind brillant, neugierig und unabhängig. Für ihre Augen-Make-up wurden sowohl die Statement-Farben Gold als auch die soften Nude-Farben der Air Eyeshadow Palette kreiert. Alle vier Mini-Lidschatten-Paletten enthalten insgesamt 9 hochpigmentierte Puder-Lidschatten. Die Eyeshadows haben matte sowie metallische Finishes und eine Nuance mit Wrinkle-Effekt, die sich easy auf den Augen verblenden lassen. Für natürliche Looks aber auch aufregende Smoky Eyes. Okay, also da gibt es anscheinend 4 verschiedene Mini-Paletten, die nach Sternzeichen sortiert sind. Und blaue ist jetzt Skorpion, Fische und Wassermann. Dann zeige ich euch die, hier haben wir die My Power is Off Eyeshadow Palette. Die sieht dann so aus. Wie gesagt, also ich werde euch überall Bilder einblenden dazu. Ach, das sieht einfach auch wunderschön aus. Diese Paletten, ich glaube, da werde ich mir alle besorgen. Don't To Earth. Also ich werde euch auch verschiedene Bilder dazu immer einblenden. Ja, ist da irgendwas? Ja, da steht das Gleiche. Das scheint aber die Earth Palette, und die Earth Palette ist offensichtlich... Wartet.
Zwilling, Waage und Wassermann. Und Krebs, Skorpion und Fische war Wasser. Also jetzt komme ich komplett durcheinander, ihr merkt schon. Es gibt 4 Mini-Paletten, die wo nach Sternzeichen sortiert sind. 10 Stunden später werde ich wahrscheinlich immer noch einmal das Gleiche sagen. Und ihr müsst es einfach selber rausfinden. Ich verwechsel ständig die Tierzeichen mit den Paletten. Egal. Ja, ich will hier die neuen Produkte vorstellen und mache das offensichtlich sehr gut. Blau Palette ist auf jeden Fall für Wasser. Die goldene ist Earth, also Erde. So, was haben wir dann noch für eine Palette? Dann haben wir hier My Power is Air Eyeshadow Palette with Clothes. So aus. Sieht auch sehr schön aus. Ihr müsst halt einfach mal gucken. Auf der Verpackung steht es ja, welche Tier-Sternzeichen zu welcher Palette gehört. Irgendwie regen mich die Paletten jetzt schon wieder auf. Aber wunderschöne Farben. Die werde ich auf jeden Fall alle mal testen. Und das ist die Fire-Palette. Und die Fire-Palette ist Widder, Löwe und Schütze. Sie gehören zu den Feuerzeichen. Die sieht so aus. Auch wunderschön. Also Essence macht echt super Paletten, ey. Das waren die 4 Paletten. Ich habe euch jetzt alle 4 gezeigt. Denke, ja. Und die kosten jeweils 4,99 €. Sind auch Mini-Paletten. Dann gibt es eine Good Luck Charm for Suskit Handcare Tool. Also offensichtlich eine Handcreme und eine Nagelfeile dazu. Und in diesem Set auch wunderschön. Die kostet 2,99 €, ist recht günstig. Und hier steht, gepflegte Hände und schöne Nägel auch im neuen Jahr. Die perfekte Kombi, um erfolgreich nach den Sternen zu greifen. Also diese neue Edition, auch mit den Paletten, Lippenstifte, gilt anscheinend im Thema Sterne-Universum. Also nochmal, gepflegte Hände und schöne Nägel auch im neuen Jahr. Die perfekte Kombi, um erfolgreich nach den Sternen zu greifen. Dank des Handcare-Duos mit professioneller Nagelfeile in Glitzeroptik für glamouröse Nagelpflege und feuchtigkeitsspendende Handcreme mit Shea-Butter sehen die Hände schon zum Jahreswechsel aus wie frisch von der Maniküre. Hohoho, hört an, hört an. Ich hätte heute kein Video drehen sollen. Dann gibt es Good Luck Charm for Happiness Power Brush für 3,79 €. Das gute Stück sieht so aus. Finde ich auch sehr schön. Was steht da dazu? Happiness comes from small things. Wie diesen Power Brush mit rosgoldenen Handel und rosfarbener Spitze. Der Make-up-Pinsel eignet sich optimal zum Auftragen und Verblenden von pudrigen Texturen. Setting Powder, Bronzer oder Rouge. Durch das weiche Synthetikhaar fühlt es sich angenehm soft auf der Haut an. Also ich sag mal, so ein Pinsel für 3,99 €. Dieser Lippenstift für 2,29 € schaut echt schön aus. Wunderschön. Da gibt es auch verschiedene Shades, verschiedene Farben. Der super leichte, hochpigmentierte, matte Lippenstift sorgt für ein intensives Finish und überzeugt durch seine langanhaltende Formulierung. Er ist in 4 Nuancen erhältlich, die sich perfekt mit den dazugehörigen Lidschattenpaletten kombinieren lassen. Ein dunkelroter Lippenstift für das Element. Ein strahlend rotes Rot-Pink für die Kraft des Wassers. Ein warmes Nude auf den Lippen symbolisiert die Erde. Und ein intensiver Bärenton macht den Look im Element Luft komplett. Okay, alles klar. Ich lasse mich überraschen. Ich werde mir diese Produkte auf jeden Fall kaufen. Davon können die ausgehen. Ach, und das sind dann die anderen Farben. Da haben wir hier Down Earth. Dann haben wir, den habe ich euch, glaube ich, gerade gezeigt. Nö, noch nicht. Dann haben wir I Am On The Fire. Genau, ich blende euch dazu überall Bilder ein. Dann haben wir noch einen Good Luck Charm for Street Face and Body Highlighter Glitter Shower for Super Powder. Also das werdet ihr hier so schlecht erkennen können. Der ist sehr hell. Mit den Face and Body Highlighter ist es im neuen Jahr nicht nur für einen außergewöhnlichen Glow gesorgt, sondern auch für die perfekte Portion an Stärke und Selbstbewusstsein. Die seidig weiche Textur mit lichtreflektierenden Glitzerpigmenten lässt sich easy auf der Haut verblenden und kreiert den ultimativen Schimmereffekt für jeden Make-up-Look. Das rosafarbene Highlighter-Puder kann sowohl im Gesicht als auch auf den Körper, zum Beispiel den Schultern
oder den Schlüsselbein verwendet werden. Und der kostet 3,99. So, was haben wir noch im Angebot? Dann gibt es Trading Sprays für 3,99 für jeden Sternzeichentyp. Also für jeden, was heißt Elementtyp. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Dann haben wir hier einmal das. My Power is Air Hydrate Prime Mist Upwicklout. Sieht so aus, also schaut auch sehr hübsch aus. Jetzt würde ich mir jetzt alle 4 davon besorgen. Okay, da gibt es nicht mehr Bilder. Die 4 Hydrate und Prime Mist versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und bereiten sie als Primer gleichzeitig. Ach, das kann man auch als Primer verwenden. Sagt ja auch eigentlich der Name, aber gut. Als Primer gleichzeitig optimal auf das Make-up vor. Jedes hat einen individuellen, zum Element passenden Duft und enthält Edelsteine mit einer positiven Wirkung für die eigene Stimmung. Während der Amethyst im Firespray einen beruhigenden Effekt hat, kann der Bergkristall des Elements Wassers dabei helfen, sich von negativen Gefühlen zu befreien und die eigene Energie zu bündeln. Das Earth Spray mit Aventurin unterstützt dabei, sich zu erden und neues Vertrauen zu gewinnen. Selbstliebe fördert der Rosenquarz in Air, Hydrate und Primus. Klingt alles sehr interessant. Interessant. Das kostet eben 3,99. Das ist das Wasser. Dance with the Waves. Water. Blende euch, wie gesagt, alle Bilder ein zum jüngsten Mal. Fire habe ich euch ja schon Fire habe ich euch noch nicht gezeigt, oder? Das ist Fire. Sieht auch sehr schön aus. Haben wir noch was? Oder kommt jetzt dann noch was? Nee. Und das ist Earth. Auch sehr schön aus. Genau. Ja. Wie gesagt, ich werde euch alle Bilder einblenden. Das sind eigentlich, ist die neue Kollektion von Essence für das Jahr 2021. Ist nach Sternen und Sternzeichen offensichtlich gerichtet. Gefällt mir richtig gut und sobald die Produkte auch in den Geschäften erhältlich sind, werde ich sie mir definitiv mal zulegen und auch einen First Impression machen. Falls ihr die Produkte schon ergattern konntet oder falls sie schon erhältlich sind, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich sie mir sofort besorgen. Ich denke, ich werde sie mir auch heute noch online besorgen, wenn ich sie irgendwo finde. Und ich werde euch natürlich auch die Bilder zu den neuen Produkten nochmal separat hier einblenden. Werdet ihr immer mal wieder im Video vereinzelt sehen, weil ich denke, das am Handy kann man jetzt schlecht erkennen. Das wird spiegeln. Deswegen blende ich euch die Bilder da noch mit ein. Ich hoffe für mein allererstes, nenne ich dieses Video eigentlich, neue Produkte zeigen Video. Auf jeden Fall habe ich das zum ersten Mal gemacht und ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut immer raus damit. Ich bin nicht böse deswegen. Es ist ja konstruktive Kritik. Jetzt will ich euch nicht weiter zulabern. Es wird jetzt auch draußen dunkel und immer schlechter zu filmen. Deswegen werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Gebt dem Video natürlich bitte einen Daumen nach oben und tut meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ein Deutsch, okay? In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis bald.